So, einen wunderschönen guten Abend und endlich ist es Friday. Hier bin ich wieder, der Loris aus Essen im Ruhrgebiet, beziehungsweise aktuell hier in-game in Dänemark noch. Dänemark noch, genau, und es geht gleich nach Nürnberg mit Kerosin, so wenn ich das jetzt gerade noch richtig im Kopf habe. Das holen wir uns jetzt natürlich mal eben ab. Tank ist noch, ach guck mal, dreiviertel voll, das passt. AdBlue natürlich dann auch. Das sind knapp 1000 Kilometer zu fahren, das wird also ein Spaziergang heute. Ich würde sagen, starten wir erstmal. Grüße an den Hassan. Grüße an Fampi. Schön, dass ihr da seid. Dann machen wir uns jetzt erstmal hier auf den Weg. Los. Biegen Sie links ab. Es wackelt aber ganz schön hier heute. So, wollen wir mal. Hassan, was du da gerade geschrieben hast, kann ich aber nicht übersetzen. Ich kann leider kein Türkisch. Hab irgendwie nie die Zeit gefunden, das zu lernen. Fahren Sie geradeaus. Man nennt mich den Loris. So, the name is Loris. The actor's name. Artist's name or whatever you wanna call it. The Loris. Yes, sir. Abbiegung rechts vor Ihnen. Biegen Sie rechts ab. Mein Gott. Was ein Krampf hier heute wieder. Was blinkt denn hier so hässlich in meine Maschine rein, Digga? Ist grün, Kollege. Grüner wird's nicht. Also, MAN. Power unter der Haube. Was ist los? Fahren Sie geradeaus. Schauen wir gleich mal, ob wir noch ein bisschen Strecke hier finden können. Biegen Sie links ab. Abbiegung rechts vor Ihnen. Jawohl. Biegen Sie rechts ab.
erstmal hier was trinken, Digga. So. Oh, 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 ja, 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 ja. Hätte ich gewusst, dass das alleine schon 10 Minuten dauert, jetzt hier die Fracht fahren abzuholen. Fahren Sie geradeaus. Dann wäre das schon mal anders gelaufen hier. Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. Okay, da ist der große Tanker von Equinor hier. Endlich mal wieder ein Tanker. Voll lange schon kein Tanker mehr gefahren, Digga. Da freue ich mich schon drauf. Yo. Marsch, marsch. Kann es noch. Schau dir das mal an, was das für ein hübscher Tanker ist. Passt richtig zu meinem Truck. Yeah! So, dann gucken wir uns jetzt mal unsere Route an. Denn wir sind jetzt hier von Aalborg nach... Ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal hier schon mal spontan außen rum. Guck mal, das sind 100 Kilometer extra zwar, aber dann habe ich die Seite auch mal. So, dann geht es hier geradeaus runter. Da kann ich überhaupt nicht anders fahren. Hier über Kiel die Ecke und dann über Hamburg. Na, das macht keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Hier können wir ein Stückchen weiterfahren und dann hier die Bahn nehmen. Dann haben wir zumindest ein kleines Stöckel. Ja, und das Stück Straße hier kennen wir auch noch nicht. Von daher, ja, auf nach Nürnberg. Ich dachte vorhin, hatte ich nicht Erfurt im Kopf? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nach Nürnberg von Dänemark aus, hier von Aalborg nach Nürnberg. Und es ist Kerosin. Also eine ganz entspannte, schöne Tour mit neuen Straßenstücken dabei, die ich noch nicht habe. Und ja. Rockstar mit Fritz Cola. Interessant. Kann man nicht anders beschreiben. So. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die Map. 1220 Kilometer sind das. Die können wir uns jetzt mal hier unser Odometer zurücksetzen. 1220 Kilometer, ja. Das geht. Biegen Sie rechts ab. Frei, kann ich so ein Stückchen rausziehen hier.
Danke. Danke fürs Warten. Sehr freundlich. Abbiegung rechts vor Ihnen. Biegen Sie rechts ab. Woche endlich vorbei, sagst du, da geht's mir ähnlich. Aber Anfang der Woche, gerade so nach dem Urlaub, das war schon heftig, das war schlimm. Aber jetzt? Gestern Homeoffice, heute wusste ich noch genau, meine Klamotten und so weiter, hat alles einwandfrei geklappt. Und ja, gestern und heute so, die Schichten, die haben schon wieder Spaß gemacht. Manchmal macht es auch wieder Spaß zu arbeiten. Vor allen Dingen ändern sich jetzt auch bei uns ein paar Sachen anscheinend. Es gibt jetzt zum Beispiel alle 6 Monate Bewertungsgespräche. Und zwar nicht nur für den Support, sondern für alle Mitarbeiter. Da können dann endlich die Faulenzer sich nicht mehr rausreden. Und man hat dann auch alle 6 Monate jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel Gehälter neu zu verhandeln. Fahren Sie geradeaus. Natürlich kriegst du nicht alle 6 Monate eine Gehaltserhöhung genehmigt, aber immerhin, man hätte die Möglichkeit. Biegen Sie links ab. Das ist schon mal ein Anfang. Wobei wir nicht schlecht verdienen, das muss ich schon sagen. Wie gesagt, wir suchen übrigens immer noch Leute, wer aus Essen kommt oder Umgebung im Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, dann meldet euch ruhig bei mir. Links vor Ihnen. Gerne auch über das Kontaktformular Biegen auf der Webseite. Sie links ab. Link steht unter jedem Video drunter. Jetzt aber genug davon, denn jetzt ist es Wochenende. Fahren Sie geradeaus. Hoch die Hände, Wochenende, Ende im Gelände. Oh, hier geht die Spur jetzt eh wieder weg. Naja, egal. Drop ja Schisse, Junge. Hier eine Ruckelpiste wieder mal. Was jetzt? Lässt du mich raus oder? Du darfst nicht anhalten auf der Autobahn. Wechsel doch die Scheißspur. Boah, wann wird die KI das endlich mal raffen? Naja, egal. Rechts. Jawohl, mache ich.
Campi, wie sieht's aus bei dir? Alles bestens? Alles gut? Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Fahren Sie geradeaus. Ja, der Bus wollte abbiegen, ne? Hat das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, offenbar. Dass ich heute den Tag über zu wenig getrunken habe. Ich sitze dann aber auch da, arbeite an den Tickets, dann kommt Telefonat, dann dies und das. Jedes Mal, wenn ich auf die Uhr gucke, sind schon wieder anderthalb Stunden später. Typische Bürokrankheit oder so. Fahren Sie auch gerappelt hier gerade bei ihm. Ja, der hat aber auch den Bordstein mitgenommen, der Kumpel da.
Sie geradeaus. Großer Funkturm nach rechts. Herum. Zweite Ausfahrt. Nehmen Sie die Ausfahrt. Bauen die denn mitten ins Nirgendwo so einen Kreisverkehr? Ich habe jetzt voll den Schock gekriegt. Boah. War schon so ein bisschen am Tagträumen hier und dann auf einmal ballern die da so einen Kreisverkehr hin, Digga. Mitten ins Nirgendwo. Oh, jetzt bin ich wach. War mir klar, dass dich das freut, Vampi. Gehässiges, kleines, fieses, hinterlistiges. Pommes. Da war es faul im Staate Dänemark. Ja, aber hier geht's ja noch einigermaßen. Der Traum von Feierfahrt. Ja, ist kacke, ne? Kein Spaß. Abbiegung links vor Ihnen. Nee, ich mach dann kurz Fernlicht an, wenn ich sowas sehe. Biegen Sie links ab. Falsch eingestellt.
gestellt, definitiv. Wie bei den meisten. Fällt mir ein, ich müsste meins auch mal wieder umstellen. Fahren das steht, Sie geradeaus. Steht noch auf voll beladen. Ist zum Glück ja nur ein Tastendruck. Abbiegung links vor Ihnen. Biegen Sie links ab. Ist ja nichts los hier draußen, ne? Ja. Die ersten 300 Kilometer haben wir schon auf der Uhr. Ich habe doch gesagt, das wäre eine entspannte Tour. Jo. So ist das. So und nicht anders. Baustellen hintereinander, jawohl. Mega. Boo.
Frampel, gibt es ein bevorzugtes Land, wo ich mal wieder hinfahren sollte? Fahren Sie geradeaus. Erster. Kreisverkehr herum. Zweite Ausfahrt. Ha, ha, ha. Nehmen Sie die Ausfahrt. Du bist es, Bro, du bist es. Mal bei Mass Effect hätte ich da auch noch so. Das würde ich auch noch machen. Bleiben Sie rechts, dann jawohl. Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Nein. Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Denn ja, ich muss gleich mal so richtig übel blähen, ne? Da braucht sich was zusammen, Digga. Stimmt. Habe ich nicht. Scheiße. Ja. Das wäre die Möglichkeit gewesen. Naja, nächste Mal. Es blubbert.
Deutschland, Baby. Werden wir immer langsamer? Fragezeichen. Wie weit will der denn noch auffahren? So viele defekte Fahrzeuge unterwegs. Nö, bei mir ist ja alles fruchtig. Mir ist alles gut.
ist das hier heute. Perfekt mit meinem Marktross. Hey, warum ruckelt das denn jetzt hier so? Wow, Digga. Den hat's auch nicht gut getan. Oh, Backe. Ich lasse aber jetzt hier nichts kommen auf meine Aktros, Digga. Absolut zufrieden mit dem Ding. Fährt ja jeder. Dieser Ruckeleffekt da vorhin, das war jetzt mal echt strange. Muss mal irgendwas mit DX11 sein. Das hatte ich so in der Form nämlich vorher noch nie. Aber wie ich SAS kenne, wissen die das bereits. Ist ja auch noch immer noch experimentell, steht ja dran.
trotzdem, warum ich links rüber gefahren bin, du Nase. Helga ist heute wieder voll auf Zack hier. Denn jetzt? Rechte ist das Gaspedal, Digga. Und es ging schon bergab. Erstmal wieder rantasten hier. Der Schokobon da vorne keinen Bock hatte, Gas zu geben gerade. Hat er mich nicht gerade schon mal überholt? Helga, ist gut, Kind. Das ist mein Navi. Gehst du eine Wurst durchs Rohr oder was? Aber Jutus hier lingen, wa? Fall nicht wieder rein. Jo, bis gleich. Ein paar Schokobons in den Äther knallen müsste ich gleich auch noch.
Tankstelle. Selber noch nicht mal mehr fluchen bei. Mann, 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 Mann. Willst du von mir? Hier für mich jetzt immer noch 60. Was soll der Scheiß? Warum dürfen alle anderen schneller fahren?
glaube, ich werde nachher mal wieder die Mods Realistic Vehicle Lights und Realistic City Lights einschalten. Bleiben Sie rechts, dann nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Eisenach. Denn jetzt so? Was für ein Affe, Digga. Was für ein Affe. Blöder Arsch. Wieder nur Spezialisten hier unterwegs heute. Wodurch habe ich denn jetzt einen Aufliegerschaden gekriegt? Ich stehe doch hier! Da ist mir da hinten drauf gewutzt, der Spacko! Was jetzt? Was jetzt? Was tut er da? Nee! Oh, da kommt der Nächste. Ich muss hier weg, Digga. Was ist hier los? Was ist das denn jetzt gewesen? Ey, ach, guck mal jetzt.
jetzt nicht drauf klar hier. Fahren Sie geradeaus. Was war das? Nachtblind oder was? Glaubt mir wieder kein Mensch. Gut, dass ich das auf Video habe. Bleiben Sie rechts, dann nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Biegen Sie rechts ab. Immer noch stocksauer. Biegen Sie rechts ab. Leute, hier ist nicht nur Vorfahrt achten. Hier gehört ein fucking Stoppschild hin.
hast gerade die geilste Situation ever verpasst hier. Ich stehe nämlich an der Tanke. Tanke gerade gemütlich, sehe auf einmal, patsch, 3% Aufliegerschaden. Ich so, hä? Ich stehe doch hier, was los? Dreh das Bild mal ein bisschen, was passiert? Ist passiert, ist mir einer hinten draufgefahren, ein Truck. Aber damit nicht genug, er macht Warnblinker an, setzt ein Stück zurück, gibt Gas und fährt voll wieder in mich rein und schubt mich schon vom Tankplatz runter. Ja, was ist da los? Wo hat die KI dann gemerkt, da ist irgendwas total falsch gelaufen, da ist der einfach verschwunden. Bup, bup. Ich war zu langsam, ja genau. Und fährt man einfach durch, ja. Wie was? Achso. Selbst gemacht so? Smoothie-mäßig? Achso. Energy-Gesiff. Auf der Zielgeraden.
26 Kilometer. Dann haben wir es geschafft, dann sind wir da. Schon wieder schief gegangen. Ich will gar nicht wissen. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Ich weiß auch nichts. Es wird eine entspannte Tour heute, habe ich gesagt. So viel dazu. Och Leute. Sehen, ich schnalze so die Lippen. Ja, ich glaube, er hat's kapiert. Mein Gott. Boah, Digga, was ist hier los? Wo bin ich hier gelandet? Ich will wieder nach Hause. Nürnberger Katastrophe. Fahren Sie geradeaus.
I'm standing. I'm standing. Just standing. Who wants to stand around forever? Fahren Sie geradeaus. Und hat einen Abbieger vor sich. Ja, die entspannte Tour, die entspannte Tour, und ich muss hier rein. Biegen Sie rechts ab. Das geht aber nur, wenn ich hier Platz zum Rangieren habe, Digga. Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. Finde ich ja lieb, dass du mich darauf hinweist. Das hätte ich ohne dich nie bemerkt. Boah, jetzt hänge ich ja auch noch drin. Jetzt ist mir auch alles scheißegal, jetzt fahre ich wieder raus. Jetzt ist diese scheiß Audio-Dingsbums hier abgestürzt, oder was? Mich doch alle am Arsch. Da kannst du ja auch so nicht rumkommen. Geht mir doch alle auf den Sack, Jucha. Bifte wat? Wenigstens einer denkt hier mal mit. Mit passt. Also. Oh, geschafft. Dafür bezahlen die mich nie. Naja, gut. Das Kerosin war ja unbeschädigt. Mann. Mann pisst an die Wand. So. Schnauze voll für 6,50. Es geht gleich weiter mit Far Cry. Ich sag mal bis gleich. Kurze Pause.